Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Screencast im Rahmen der Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung. Im Zusammenhang mit der Zuordnung von Kosten zu Kostenträgern möchte ich nochmals auf die verschiedenen Prinzipien, die denkbar sind, eingehen. Zunächst ist das Kostenverursachungsprinzip zu nennen. Bei diesem Prinzip werden die Kosten nach der tatsächlichen Verursachung zugeordnet. Dieses Prinzip ist natürlich am schönsten, weil am genauesten. Allerdings ist das Kostenverursachungsprinzip in seiner Reinform bei Vollkostenrechnung nicht möglich. Die Ursache dafür liegt in der Natur der Fixkosten, die, wie Sie später noch genauer hören werden, entstehen, damit das Unternehmen in die Lage versetzt wird, etwas zu produzieren. Allein aus dieser Definition lässt sich bereits ableiten, dass eine verursachungsgerechte Zuordnung, die ja nur dann möglich ist, wenn ich klar sagen kann, dieser oder jener Kostenblock entsteht, weil ich dieses oder jenes getan habe, nicht möglich ist. Bei der Anwendung des Durchschnittsprinzips in der Kostenträgerrechnung versucht man, die Gemeinkosten möglichst genau zuzuordnen, um anschließend die durchschnittlichen Kosten pro Kostenträger zu ermitteln. Über Vor- und Nachteile des Durchschnittsprinzips hatten wir schon in einem vorhergehenden Screencast gesprochen. Theoretisch denkbar ist auch noch das Kostentragfähigkeitsprinzip, bei dem die Kosten entsprechend der Belastbarkeit eines Kostenträgers verteilt werden. Die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Aussage, weil ein Kostenträger viel Ertrag erbringt, hat seine Herstellung auch viel gekostet, ist allerdings sicherlich sehr eingeschränkt, wie Ihnen sofort einleuchten wird. Die Kostenträgerstückrechnung lässt sich nach verschiedenen Kriterien gliedern. An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass der Begriff Stück hier als Platzhalter für Mengeneinheiten, also zum Beispiel Stück oder Liter oder Kilo oder Kubikmeter, Quadratmeter oder ähnliches anzusehen ist. Zunächst unterscheidet man verschiedene Arten der Kostenträgerstückrechnung. So gibt es die Vorkalkulation, die mit Normal- oder Plankosten durchgeführt werden muss. Dies ist logisch, denn im Rahmen einer Vorkalkulation, also einer zeitlich vorgelagerten Kalkulation, können ja noch keine Ist-Kosten existieren. Die Zwischenkalkulation, auch mitlaufende Kalkulation genannt, mischt nun allerdings Ist-Kosten und Normal- oder Plankosten. Die Nachkalkulation arbeitet ausschließlich mit Ist-Kosten. Sie können alle drei Arten an einem Kostenträger einsetzen. Hierzu ein Beispiel mit einer langen Laufzeit. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen möchte ein Angebot für ein großes Projekt abgeben, dessen Realisierung 3 Jahre dauert. Eine Vorkalkulation machen Sie zur Grundlage Ihres Angebotes. Nun nehmen wir weiter an, Sie gewinnen die Ausschreibung und erhalten den Auftrag. Dann werkeln Sie ja nicht 3 Jahre vor sich hin und schauen am Ende mal nach, ob sich das Projekt gerechnet hat oder nicht. Vielmehr ersetzen Sie im Rahmen einer mitlaufenden Kalkulation immer dann Normal- oder Plankosten für eine Position, wenn für die entsprechende Position Ist-Kosten angefallen sind. Sie können dann aus der Summe aller noch vorhandenen Normal- bzw. Plankosten und den schon angefallenen Ist-Kosten immer erkennen, wie der wirtschaftliche Erfolg Ihres Projektes am Ende wohl tatsächlich aussehen wird. So bekommen Sie die Gelegenheit, rechtzeitig korrigierend eingreifen zu können. Wenn dann nach Abschluss des Projektes alle Plan- oder Normalkosten durch Ist-Kosten ersetzt sind, haben Sie automatisch Ihre Nachkalkulation, bei deren Vergleich mit der ursprünglichen Vorkalkulation Sie hoffentlich erhellende Erkenntnisse für weitere neue Kalkulationen gewinnen können. Die verschiedenen Verfahren der Kostenträgerstückrechnung lassen sich wie folgt benennen. Es gibt die Divisionskalkulation, die Äquivalenzziffernkalkulation, die Zuschlagskalkulation, die Maschinenstundensatzrechnung, die Bezugsgrößenkalkulation und die Kuppelkalkulation. Auf diese 6 Verfahren werden wir in den nächsten Screencasts noch deutlich genauer und exakter
eingehen. Für heute herzlichen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.